Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir reden heute über eine ganz, ganz besondere Geschichte, die ein Gast, der heute da ist, ins Leben gerufen hat. Nämlich, es geht darum, um das Haus der hellen Köpfe, wo er gegründet hat. Eine besondere Plattform, wo ganz viel Wissen gebannt zusammengekommen ist, quasi als Gesundheitslobby darüber zu stellen, wie man wirklich eine ganzheitliche Gesundheit erreichen kann. Und da geht es nicht nur um medizinische Pläne, sondern es geht auch um die Kultur des Zusammenlebens. Und über diese Plattform will ich heute nochmals sprechen mit meinem Gast, der heute da ist, Professor Dr. Jörg Spitz. Ganz herzlich willkommen. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, dass ich zu diesem Thema etwas sagen darf, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ja in meinem ersten Leben normaler Schulmediziner gewesen oder Hightech-Schulmediziner gewesen. Das heißt, ich habe Nuklearmedizin gemacht, habe Geräte bedient, die 1 Million Euro kosten und so Sachen und bin dann, als ich aus Altersgründen da raus bin, in eine ganz andere Bahn gerutscht. Und zwar die Bahn, dass ich gesagt habe, da ist etwas Neues, das interessiert mich. Das war das Thema Vitamin D, was zwar eigentlich nicht neu war, aber es gab neue Informationen für mich als Arzt, dass nämlich Vitamin D kein Vitamin ist, sondern ein Hormon und viele andere Dinge tut. Dann habe ich also angefangen, sehr intensiv in den Datenbanken zu lesen und bin dann über immer mehr andere Sachen gestolpert. Zum Beispiel, warum es so wichtig ist, dass wir unseren Hintern bewegen. Oder dass das gesunde Essen nicht so einfach gesund ist, da ein paar Teile drin sind, sondern dass Essen unsere Gene steuert. Das sind also 15 oder 20 neue Forschungsergebnisse gewesen, die die Welt völlig auf den Kopf stellen, aber die im Mainstream überhaupt nicht da sind. Im Mainstream läuft nur das, was ein paar Leuten, Großkonzernen gut tut. Und wenn da ein paar Leute dran sterben oder auch fast alle dran sterben, ist das egal. Der Schlüssel war für mich die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, 90% aller Menschen sterben in den zivilisierten Ländern wie Amerika oder Kanada oder Deutschland oder Australien, sterben an oder mit chronischen Krankheiten, Zivilisationskrankheiten, die wir jetzt wissen, wir selber gemacht haben. Und die Medizin, unsere tolle Medizin, Hightech-Medizin, ist nicht in der Lage, das zu heilen. Dann habe ich natürlich vor mich hingekaut und gesagt, was machen wir denn jetzt, wenn wir wissen auf der einen Seite, dass wir krank werden, dass wir uns selber krank machen und auf der anderen Seite Riesenkosten haben, 1 Milliarde Euro jährlich, nein, täglich ausgeben dafür, dass wir krank bleiben. Das ist doch kein Zustand. Und andere Dinge noch, wenn wir sehen, dass unsere Kinder immer dicker werden. Ja, die Kinder können nicht mehr mit einer Rolle vorwärts machen. Vor ein paar Jahren haben sie bei der Bundeswehr, bei der Musterung, die Leute ans Reck gehängt. Die sind nach 20 Sekunden runtergefallen. Die haben nicht mal mehr Klimmzüge gekonnt, sind nur hängen. Runtergefallen wie ein nasser Sack. Das heißt also, die Gesundheit der Bevölkerung ist absolut weg. Und dann habe ich überlegt, was können wir denn tun, um aus dieser Misere wieder rauszukommen? Und es ist eine alte Forderung, die die Schulmedizin eben nicht bedient, dass wir sagen, wenn du etwas bewirken willst, musst du kausal arbeiten, ursächlich arbeiten. Und dann war die Frage, wo kommt die Misere her? Und die Antwort war dann nach mehreren Jahren immer deutlicher, wir sind selber schuld. Die gesamte Gesellschaft hat sich verändert. Die Gesellschaft ist abgerutscht und bietet heute dem Einzelmenschen nicht mehr die Lebenswelt, die er braucht, die Umwelt, die er braucht, um gesund leben zu können. Das geht, wie gesagt, mit den Lebensmitteln los, die keine Lebensmittel mehr sind, sondern nur noch Nahrung. Und in der Nahrung ist nicht mehr das drin, was mit dem Leben oder fürs Leben erforderlich ist, sondern da ist irgendwas drin. Hauptsache, man verdient möglichst viel Geld damit. Das nächste ist, wir haben unsere Bewegung verloren. Niemand, der auf die Welt kommt, sagt, ich möchte einen sitzenden Arbeitsplatz. Wer kriegt den aber? Ja? Oder ich möchte die Wohnung über McDonald's, weil es da so gut riecht. Aber in jeder Ecke gibt es McDonald's. Das heißt also, unser Leben hat sich verändert. Die Hautärzte warnen vor der Sonne. Wir wissen aber, dass die Sonne Vitamin D macht. Und seit neuestem, seit einem Jahr vielleicht, wissen wir, dass der Infrarotanteil in der Sonne im Körper
Oxidantien produziert, die unsere Mitochondrien gesund erhalten. Das heißt also, es wird immer, immer deutlicher, dass unser Lebensstil verantwortlich ist dafür, ob wir gesund sind oder nicht. Und es ist auch klar geworden, dass der Einzelne nicht für seinen Lebensstil völlig alleine verantwortlich ist. Ja, wenn alles in der Gesellschaft raucht, dann raucht auch das junge Kind schon. Wenn alle sagen, wir wollen nicht rauchen, dann ist das Tabakproblem weg vom Fenster. Das heißt also, die Gemeinschaft, die Gesellschaft hat eine unheimliche Möglichkeit, eine unheimliche Kraft, etwas zu bewirken. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, wir können uns aus dieser Misere befreien, wenn wir einen Verein gründen oder eine Community gründen, die wieder viele Menschen zusammenbringt, so wie wir früher auch schon zusammengelebt haben. Denn vereint sind wir besser gewesen. Wir sind viel besser abgepuffert gewesen. Wenn jemand heute ausfällt in einer Familie, die Frau krank wird, dann muss der Mann sich krank melden, damit er die Kinder versorgen kann und ähnliches mehr. Das ist keine Gesellschaft mehr, das ist auch eine Krankheit. Das heißt, wir brauchen eine andere Struktur, die wir aber aufbauen können, wenn wir als Gesellschaft sagen, wir wollen das anders regeln. Wir wollen zum Beispiel, dass alle Mütter die gleiche Rente mal bekommen, wie der Mann, der mal Lucht hat. Die nehmen Lucht ja auch mit den Kindern. Also werden die ausgefallenen Arbeitszeiten genauso gut berechnen. Oder wir dringen darauf, dass die Kinder eben keine Süßigkeiten ad infinitum bekommen, sodass sie schon mit 12 Diabetiker werden. Nicht jugendlicher Diabetiker, sondern Altersdiabetiker, weil der Körper schon so kaputt ist, wie sonst erst im 60. Lebensjahr. Das heißt, wir, die Gesellschaft, haben es in der Hand, ob wir gesund oder krank werden wollen. Und wir können, wenn wir es verstanden haben, es ändern, indem wir nämlich bei uns anfangen. Es wird nicht alles gleich laufen, aber wenn wir die positiven Dinge positiv sehen, positiv steuern, positiv fördern, jeder für sich alleine, wird das zusammen einen großen Effekt geben. Will heißen, diese Community wird ein Bild der gesamten Gesellschaft sein, vom einzelnen Endverbraucher oder Consumer, wie man so heute schön sagt, über die Ärzteschaft, über die Wissenschaft bis hin zu den Unternehmen. Es gibt ja auch Unternehmen, die nicht unbedingt vom Betrug am Menschenleben, am Kundenleben, sondern die gute Dinge produzieren, die gesund für uns sind. Und solche Unternehmen werden wir mit ins Boot holen, die werden wir nämlich fördern. Wir werden diese Unternehmen genauso fördern, wie wir den einzelnen Arzt fördern werden, indem wir ihm Möglichkeiten geben, Patienten wirklich gesund zu machen, ihnen also wirklich zu helfen. Und dem Endverbraucher das Wissen geben, was ihm heute vorenthält, sich gesund zu verhalten oder sich in eine Umgebung zu begeben, wo er eine gesunde Lebenswelt hat und gesund bleibt. Das heißt, miteinander, füreinander. Das ist ein uralter Spruch, der vor 50 Jahren schon unterwegs war. Wenn wir das miteinander, füreinander wieder tun, wenn wir miteinander unterwegs sind und füreinander denken, können wir Strukturen schaffen, die jedem Einzelnen zugutekommen. Ein Beispiel, dass das wirkt, ist der Verkehr. ADAC, ne? Auch das ist so ein Verein gewesen. Wir haben, als ich Führerschein gemacht habe, vor 50 Jahren, haben wir jedes Jahr 25.000 Menschen totgefahren. In Deutschland. 25.000. Dann ist 90 die DDR noch dazu gekommen, die auch nicht gerade sehr zahm fuhren. Und heute fahren wir noch 2.500 Menschen tot. Hey, wie geht das? Sind die Leute plötzlich alle schlauer geworden? Nein, wir haben die Umwelt verändert. Die technische Umwelt ist besser geworden. Wir haben ABS, wir haben Airbag, wir haben Leitplanken und. Alles das zusammen hat die Gesellschaft bewirkt mit ziemlich viel Kohle, die da reingeflossen ist. Aber in gesunde Strukturen, die den Einzelnen leichter gesund erhält. Irgendwann knallt's mal. Wenn man dann einen Sicherheitsgurt umhat, passiert nichts dabei. Und so ist es auch mit vielen, vielen Dingen. Wenn wir diese Sicherheitsprofile einziehen in die Gesellschaft und wir wissen heute, was wir brauchen, dafür haben wir genügend Menschen, die klug genug sind, die studiert sind, die ihre Erfahrungen einbringen. Das Studium ist nicht alles, sondern Erfahrungswissen ist viel. Und wenn wir das zusammenbündeln, dann können wir in Kürze eine neue Lebenswelt schaffen, in der es allen Menschen gut geht. In denen sie nicht unbedingt 100 Jahre älter werden, aber die Zeit, die sie leben, gesund leben. Und wenn man gesund ist, ist man fit. Das ist das Eigentliche, was wichtig ist. Ich will ja gar nicht gesund sein. Gesund ist abstrakt. Leben heißt, gesund leben heißt topfit sein. Mir geht es einfach gut. Meine Muskulatur ist fit. Ich bin im Kopf fit. Ich kann klar sehen und so weiter und so fort. Ich komme morgens aus dem Bett, muss mich aus dem Bett quälen, also Sachen. Das heißt, ich bin fit drauf. Und wenn ich dann mit 80 oder 90 fit in die Kiste gehe, dann ist das auch kein Thema mehr. Dann trete ich einfach ab.
Aber vorher habe ich 80 Jahre lang Freude gehabt am Leben. Und das möchte ich realisieren. Dieses Haus der hellen Köpfe, tauchen wir da mal noch ein bisschen mehr rein. Einerseits kann ich aus dieser Plattform lernen, wie ich mich zu verhalten habe, ganzheitlich betrachtet, um möglichst die besten Chancen zu haben, ohne Demenz, Alzheimer, Parkinson oder sonst irgendwelche neurodegenerativen Erkrankungen gesund alt zu werden. Und da gibt's genügend Informationen von Bewegung und Ernährung und vom richtigen Zucker. Stapelweise. Gut. Jetzt haben wir auf der anderen Seite, wenn wir einem krank sind, brauchen wir auch einen Arzt, der uns ganzheitlich angeht und nicht einfach nur aus rein schulmedizinischer, die auch gut ist, aber eigentlich eine... Borniert im guten Sinne des Wortes. Ja. Er ist begrenzt in seinem Wissen. Genau. Ja. Aber wir brauchen ja diesen Arzt, aber der auch noch dieses Wissen hat. Ja. Und diese Ärzte, die sind ja jetzt heutzutage auch immer mehr unter Beschuss gekommen, weil auch sie das, nicht immer alles, weil sie auch ein heller Kopf sind und sagen, da mache ich nicht mit. Ja. Das gefällt mir nicht oder da fehlt eine Nebenwirkungspackungsbeilage so zum Beispiel. Ja. Auch so peinlich irgendwie, also nicht zu verstehen, dass man etwas schluckt oder spritzt, wo keine Nebenwirkungsbeschreibung da ist. Das ist ganz verrückt. Ja. Also diese klugen Ärzte muss man ja auch schützen. Und innerhalb dieser Community, wo wir als Familie agieren und sagen, ich gehe zu dem Arzt, der ist da dabei, da weiß ich, was ich habe. Und egal, was eigentlich die anderen Leitbilder machen, er hat sein eigenes Leitbild und da bin ich aufgehoben. Oder? Aber der Arzt ist auch aufgehoben. Also ich gebe gerne zu, dass die letzten 3 Jahre mich auch geprägt haben, wie viele andere auch. Und das Beispiel gerade von Professor Bhakti, der als hochwissenschaftlicher Experte so platt gemacht worden ist, dass ich gesagt habe, das darf nie wieder passieren. Ja? Diese Wissenschaftler, die hochkompetent sind, müssen geschützt werden in dieser Community. Und sie sind dann Teil dieser Community. Und dann sagt nicht er, sondern die Community sagt dann als Bestandteil dieses Volkes, nein, wir wollen das nicht. Und das, was wir sagen, ist mindestens so viel wert wie der Müll, den ihr da habt. Weil wir genauso evidenzbasiert sind, genauso wissenschaftliche Grundlagen haben und genauso nicht so viele, aber genauso qualitativ gute Ärzte haben. Natürlich müssen die ausgebildet werden. Aber wir haben heute den riesen Vorteil, dass wir den Ärzten die Aufklärung abnehmen können. Gerade das, was wir heute machen mit diesen Videos hier, wir können aufklären. Jeder Einzelne kann sich, wann auch immer er will, per Knopfdruck Wissen besorgen. Und mit diesem Wissen kann er dann zu seinem Arzt gehen und auf Augenhöhe mit ihm sprechen und sagen, ich habe das und das Problem. Und ich weiß ganz genau, dass ich die letzten 4 Jahre mich nicht bewegt habe. Dann sagt der Doc, wollen wir doch mal gucken, ob wir da nicht gleich den Grund dafür finden. Das heißt, das ist ein ganz anderes Miteinander zwischen Ärzten, Therapeuten und dem Patienten. Einfach, weil wir alle mehr wissen und uns auch anders verhalten können. Vielleicht schaffen wir es sogar, wenn wir groß genug werden, mengenmäßig sind, dass wir eine eigene Versicherung aufmachen können. Versicherung ist ein Mathematikmodell. Und wenn wir gesünder sind, brauchen wir weniger Kosten auszugeben. Dann können wir die Beiträge senken. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit einer Versicherung klarkommen, die die Hälfte der Beiträge hat. Warum? Weil unsere Leute gesünder sind. Und dann haben wir einen klaren finanziellen Benefit, zusätzlich zu dem, dass es uns allen besser geht. Also die Liste der positiven Effekte, die wird jeden Tag länger, wenn ich nur darüber nachdenke, was passiert, wenn wir uns wieder zusammentun und unsere Fähigkeiten zusammen realisieren und zusammen fördern. Ja, es ist die Zeit ist sowas von reif, die Verantwortung für mich selbst wieder in dieselbe eigene Hand zu nehmen und nicht zu sagen, Pharmazie macht mich gesund, Doktor macht mich gesund, Politik sagt mir, wohin die Reise, wo ich meine Reise zu gehen habe und, sondern wir könnten es wieder selbst in die Hand nehmen. Ja, aber wichtig dabei ist zu wissen, die Eigenverantwortung kann ich nur dann umsetzen, wenn ich sie auch in meiner Umwelt umsetzen kann. Wenn die Umwelt mir meine Werkzeuge aus der Hand nimmt oder die Umwelt mir alles verbietet, dann geht es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Teil dieser Lebenswelt, dieser Community auftreten, dieser Gesellschaft auftreten, um die Gesellschaft zu ändern. Die Bestimmungen müssen so sein, dass sie primär gesundheitsfördernd sind und nicht krank machen. Und was wir jetzt heute haben, ist vieles krank machen und nicht gesund machen. Deswegen brauchen wir den Auftritt als Teil der Gesellschaft, um die Gesellschaft selber nicht zu revolutionieren, aber zu erneuern, von innen heraus zu erneuern.
Du hast mir so ein schönes Beispiel in einer anderen Sendung gebracht, das ich nochmals gerne hören möchte, nämlich wenn wir jetzt auch von Gesundheit auf Kultur rübergehen, weil Kultur ein wichtiger Bestandteil ist der Gesundheit, dann haben wir diese vier verschiedenen Ghettos. Das Ghetto für das Kleine, also, sag das nochmal. Also auch das ist, die Menschen, oder es hat ja immer schon Hochkulturen gegeben, die sich durch bestimmte Dinge ausgezeichnet haben und wo man später gesehen hat, das war toll, aber anders haben sie eben auch falsch gemacht. Deswegen gibt es die Hochkultur nicht mehr. Und was unsere Hochkultur geschafft hat, ist, dass sie alles, die gesamte Gesellschaft in Ghettos reingesteckt hat. Weil mit Ghettos kann man ganz anders umgehen. Es geht los mit dem Ghetto-Kindergarten. Dann geht das Ghetto-Schule weiter, dann kommt das Ghetto-Unternehmen, Firma und das Ghetto-Altenheim. Und je nachdem, wie alt man ist, kommt man also immer in ein Ghetto. Es gibt keine Verschränkung zwischen den Ghettos, außer in den Minifamilien. Und da ist keine gute Verschränkung mehr da, weil da fehlen schon die Alten. Die sind dann schon im Altenheim. Das heißt also, diese Beschränkung der eigentlichen menschlichen Familie auf einen Bruchteil, nämlich 3, 4, 5 Leute, die ist schon so kontraproduktiv, dass in vielen Familien die Krankheit schon entsteht. Wer sich jeden Tag an sich selber ärgert oder an den paar Leuten, die da drin sind, die müssen krank werden. Wenn wir in einer großen Community sind, dann gehe ich mal ein paar Tage zur Tante Else und wenn ich dann wiederkomme, hat die Mutter vergessen, dass ich die Milch umgeschüttet habe oder sowas. Dann ist da wieder Gras drüber gewachsen. Das sind also ganz einfache menschliche Prozesse wieder ablaufen lassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns engagieren und die Änderungen herbeiführen, die die Eierköpfe in den letzten Jahren zusammengetragen haben, die wir wissen, aber wir schaffen es nicht, gegen den Mainstream anzugehen und es einfach zu realisieren. Das ist ganzheitliche Gesundheit, oder? Ja. Das heißt ein Gesundheitsmanagement, wo viel tiefer greifender ist, was jetzt natürlich noch nicht alles auf dem Papier steht. Das muss wachsen durch die Gemeinschaft. Ja. Und vor 200-300 Jahren, da war es schon mal Knatsch wegen der Mikroben. Ja. Da gab es den Herrn Pasteur, der gesagt, er muss alles umbringen. Mhm. Und sein Gegenspieler hat gesagt, das Milieu ist entscheidend. Und das Milieu ist die Umwelt. Ja, wenn die Mikroben die Umwelt haben, dass sie gedeihen können, boff, tut das. Ja, und wir sind die Umwelt für die Mikroben. Wenn ich jetzt ein schlechtes Immunsystem habe, machen die Mikroben boff und gehen so hoch, wenn sie da reinkommen. Habe ich ein gutes Immunsystem, ziehen die Mikroben den Kopf ein und sagen keinen Ton mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das System verstehen. Wir müssen eine gesunde Umwelt haben. Und wenn wir gesunde Umwelt haben, dann läuft die Schwangerschaft schon ganz anders ab, weil die Mutter alles bekommt, was sie fürs Kind braucht. Dann wissen wir seit ein paar Jahren erst, dass die ersten 3, 4 Jahre, wenn das Kind auf der Erde ist, wieder eine Art Uterus passiert, nämlich der soziale Uterus. Das Kind braucht eine Familie als sozialen Uterus, um zu wachsen, um geistig zu wachsen, um als Persönlichkeit zu wachsen. Wenn das schief geht, dann ist das Kind hinterher keine fertige Persönlichkeit, sondern ein geistiger Kroppel. Und das passiert zurzeit in den Kitas. Ja, wir haben die Kitas eingerichtet bekommen als tolle Möglichkeit für die erwachsenen Frauen, sich selbst zu realisieren, nämlich arbeiten zu gehen. Das kam nicht von der Partei, die gedacht hat, was können wir tun? Das kam von den Unternehmen, die die Leute haben will, die Arbeitskräfte haben wollen. Also müssen die Kinder in die Kita gehen, oder sollen die Kita gehen. Und es wird behauptet, dass die Kita genauso gut ist wie eine Familie. Und da muss man sagen, wissenschaftlich gesehen, ja, aber. Nämlich aber nur dann, wenn die Besetzung, die personelle Besetzung der Kita entsprechend ist. Und das heißt einmal ausgebildet, qualitativ hochwertig und zum Zweiten maximal 3 Kinder pro eine Erziehungsperson. Wir haben aber heute 5, 6, 7, 8 Kinder pro Erziehungsperson. Wir haben Personalknappheit und das ist vorprogrammiert gewesen, denn die Bundesregierung hat die Kitas eingerichtet als Räumlichkeiten und die Gemeinden müssen die Kitas personell besetzen. Es ist ja bekannt, dass die Gemeinden alle Finanznot haben. Entsprechend war die Personalnot vorprogrammiert. Und damit ist vorprogrammiert, dass diese Gesellschaft ihre eigenen Kinder oder einen Großteil ihrer Kinder schlecht behandelt und nicht zu sich selber finden lässt. Ein Problem, was da auf uns zukommt, das weiß noch keiner, wie groß das werden wird. Aber es ist vorprogrammiert. Und wieder ist es die Gesellschaft. Wenn wir nicht einverstanden wären und ganz klar sagen würden, nein, ich möchte mein Kind in einer guten Gesellschaft haben. Wobei die Kita könnte das sein, aber da muss der Staat auch Sorge dafür tragen, dass das funktioniert. Die Finnen haben es vorgemacht, auch die DDR. Die Ergebnisse sind ganz klar. Die Kita kann als Gemeinschaft
auch eine Familie ersetzen. Aber es muss dann wirklich die Familie mit der Zuwendung auch da sein. Es muss auch von der Menge der Kinder her stimmen. Und wenn das stimmt, dann sind die Kinder topfit gewesen. Wie gesagt, es ist in Finnland untersucht worden und in DDR untersucht worden. Das eine war Ostblock, das andere war Westen. Es funktioniert, weil es menschliche Prinzipien sind, die bedient werden. Wir müssen für die Kinder da sein. Haben die Kinder nicht den Bezug, und das ist der Augenbezug mit der Erzieherin, sind die auch nur ein paar Augenblicke allein gelassen, kriegen die einen Schreikrampf sozusagen, dass irgendein größere Säbelzahntiger kommt, sie umfrisst oder umstößt. Das heißt, die haben Angst. Die Kinder in einer Kita ohne ausreichende Versorgung haben abends einen Cortisonspiegel wie ein Burnout-Manager. Das kann man ja messen. Man kann es messen. Man hat es gemessen. Es interessiert aber diese Gesellschaft nicht. Das ist das Problem. Also das haut mich ja auch um, oder? Also meine dreimal am Tag, wir müssten ja nur morgens, Mittag, Abend den, mit dem Speicheltest machen, des Babys. Ganz einfach. Und ganz dann hat man Werte, die Fakten zeigen, ob das Baby gestresst ist. Wir haben auch die Fakten Vitamin D auf dem Tisch. Wir haben auch die Fakten Bewegung auf dem Tisch. Es ist alles auf dem Tisch. Aber man wischt es runter und sagt, auf dem Tisch ist gar nichts. Ja? Und das können wir nur als Gesellschaft. Deswegen brauchen wir diese Community, die stark genug ist zu sagen, liebe Leute, hier sind die Fakten, wir wissen genau, wie es geht und ihr seid diejenigen, die es falsch gemacht haben. Wir möchten es anders machen. Wenn ihr es nicht machen wollt, für uns tun wir es. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir stülpen niemandem was über. Wir machen es aber für uns und wir möchten das Recht haben, dass wir es so tun, wie wir es haben wollen. Solche wertvollen Studien werden nicht vom Tisch gewischt, sondern die werden veröffentlicht, dass eine Mutter wenigstens weiß, was zu erwarten ist, wenn das Kind in der Kita ist. Oder? Und sie nicht allein gelassen wird. Die Gesellschaft muss sie tragen. Ja. Sie muss den Müttern helfen. Die Mütter können es alleine nicht. Es ist nicht die Mutter, die Aufgabe hat, das Kind großzuziehen. Es ist die Aufgabe der Mutter, das Kind zu bekommen, in die Welt zu setzen. Aber anschließend hat die Gesellschaft dafür zu sorgen, dass das Kind weiter wächst, dass es zu einer Persönlichkeit wird. Und diese Aufgabe nimmt die Gesellschaft in keiner Weise wahr. Wenn ich mir vorstelle, 100 Millionen deutschsprachige Leute und sagen wir mal, ein Viertel würde sich tatsächlich im Haus der hellen Köpfe als Community vereinen. Man müsste sich das nur mal vorstellen. Wie viel Sanktionierungen wird es noch gehen oder wird man wieder mehr kommunizieren? Ja. Wie viele Waffen werden noch geliefert, um Leben zu retten, in Anführungs- und Schlusszeichen? Wie viel Schulden wird noch gemacht, statt sparen? Oder wie viele Kohlekraftwerke werden aktiviert, um CO2 zu sparen? Und. Also ich meine, ohne Ende. Was diese Community aus... Jetzt muss man aber nur überlegen, wo ist... Die Gefahr wieder da, dieser großen, starken Community wieder in einen Missbrauch oder einen Machtmissbrauch zu kommen. Ja, also, und wieder untermauert zu werden, zum Beispiel. Das ist ja, was immer da, passiert auch ist. Auch da natürlich. Und ich denke, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir natürlich wachsam sind. Wir müssen wachsam sein, dass wir nicht unterwandert werden und dass bestimmte Menschen, die eben nicht für die Community unterwegs sind, Machtpositionen oder entscheidende Stellen besetzen, wo sie wirken können. Das heißt, wir müssen bestimmte Sicherheitsdinge einziehen, damit so etwas nicht passieren kann. Und auch das ist ja nichts Neues. Alle haben damals, als sie klein waren, gerne Indianer gespielt. Und die Indianer sind eine uralte Kultur, die wir ja auch als Wilde erklärt haben. Muss man sich vorstellen. Wir als Wilde erklärt. Ja. Und die Indianer haben viele kulturelle Dinge gehabt, die amerikanische Verfassung abgepinnt hat. Die übernommen haben, weil die hat, boah, toll. Nur eines hat auch die amerikanische Verfassung nicht übernommen. Das war der Rat der weisen Frauen. Und der war oberhalb der Häuptlinge. Hat der Häuptlinge nicht sauber funktioniert, hat der Rat der alten Frauen ihm die Nüsse abgetan. Dann hat er nicht nochmal seine Schweinerei gemacht. Und solche Dinge müssen wir wieder implementieren. Das fehlt bei uns. Die Rückkopplung, der Mensch ist als Mensch immer mit Rückkopplungsmechanismen ausgestattet. Wenn etwas irgendwo schief läuft, dann kommt sofort ein Gegenmechanismus. Das ist aber im Leben nicht mehr der Fall. Diese Mechanismen sind in der Gesellschaft außer Kraft gesetzt worden. Wir hatten mal eine Dreiteilung der Gewalt. Heute, ob Polizei oder Richter oder Politiker, ist alles Gleiche. Sind alle unter einer Decke. Und die Medien auch noch als vierte Gewalt. Und die Medien noch dazu. Die Medien noch dazu. Das heißt also, auch die Medien, und ich habe schon erzählt, es wird vollkommen klar sein, dass es in diesem Haus der hellen Köpfe ein Medienzentrum gibt.
Da gibt es nicht nur ARD und ZDF, sondern gibt es alle Medien vertreten. Da soll sich jeder für sich raussuchen, wem er glauben will. Ob er diesen sogenannten Faktenfindern, diesen windelweichen Eierköpfen da glauben will, oder ob er den Leuten, die wirklich die Wissenschaft im Löffel gegessen haben, nehmen will. Er muss es selber entscheiden können. Deswegen gibt es die Möglichkeit nebeneinander. Wissen ist Macht. Ja, ich habe es vor einiger Zeit schon auf LinkedIn gepostet, ist ein uralter Spruch, Wissen ist Macht. Man kann Macht missbrauchen, man kann sie auch zum Guten einsetzen. Und wir haben zu lange als einzelner Bürger auf unsere Macht verzichtet. Ja, wir haben die Macht im Volk und wir können sie ausüben, und zwar fürs Gute. 2000 Jahre lang haben wir die Macht der Kirche abgegeben, gell? Ja, unter anderem, da die Kirche ist genauso da drin, ist auch ein Machtinstrument. Bin jetzt im Heiligen Land gewesen, da wo die Kreuzzüge hingingen, die sind damals für den Glauben gemacht worden, wirklich haben sie die goldenen Sachen geklaut. Ne? Also unfassbar. Oder die Spanier in Südamerika, ja, unfassbar, was da passiert ist unter dem Deckmantel der Religion. Ja? Also Religion brauchen wir nicht. Wir brauchen sehr wohl einen Glauben, ja. Wir sind noch nicht alleine auf dieser Welt, kein Thema. Aber das kann jeder für sich alleine ausmachen. Es muss ihm aber auch gestattet sein, es auszumachen und nicht ausgeredet bekommen. Und es muss den Kindern schon gelehrt werden, dass sie nicht in Klumpen Fleisch und Blut sind, sondern dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist. Mhm. Dann können sich auch die Kinder in dieser Idee entwickeln, frei entwickeln. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, auch mal zu verstehen, was ist überhaupt Bewusstsein. Fangen wir es an, die Zeit ist reif. Ja. Danke ganz herzlich für diese großartige Idee, und ich werde mit viel Herz und viel Liebe und mit viel Freude versuchen, dieses Super. Projekt zu unterstützen, weil es einfach die Lösung ist. Es ist für mich auch die Lösung. Weißt du, Vogel-Strauß-Prinzip, ja, nützt nichts, oder? Passt, Kopf ne? in den Sand zu strecken. Nein. Wer heute den Kopf in den Sand steckt, nicht morgen mit den Zähnen. Ja, aber es ist ja ein gesellschaftliches Problem, wenn ich mit Leuten diskutiere und sage, ja, kann ich nichts tun. Das ist nein, deswegen, je dümmer die Gesellschaft ist, umso besser ist sie zu führen. Das habe ich ja auch am Anfang nicht kapiert. Ich wollte mit 16 von der Schule. Die Schule war so beschissen, so langweilig, ich muss hier raus. Dann hat meine Mutter mich zum Direktor geholt, hat gesagt, du, das kann ich nicht erscheinen, ich bin arme Kriegerwitwe, muss man Direktor fragen. Hat der Direktor gesagt, liebe Frau, wenn Ihr Sohn jetzt die Schule verlässt, wird er verloren sein auf ewig. Also bin ich diese Schule weitergegangen. Shit, ja, die Kinder lernen doch nichts da. Die kommen als Krüppel, als geistige Krüppel kommen sie da raus. Ja. Es gibt jetzt neue Schulen, die sind ja mega, so Waldorfschule und so. Ja, Waldorf ist ja eine alte, gute Schule zum Teil, aber das muss eben auch noch offener sein, die hat teilweise auch geprägt. Aber es muss wirklich offen sein, und die Kinder müssen lernen zu lernen. Die müssen die Freude am Lernen bekommen. Die brauchen nicht irgendwas zu lernen. Die müssen die Freude am Lernen haben und Spaß dran haben, über die Fähigkeiten, die sie dann haben. Dann werden sie nämlich übermorgen was ganz anderes lernen. Ich habe das ja auch alles erst gelernt. Und es macht Spaß damit, zu jonglieren und zu tun. Mhm. Und so müssten die auch Spaß haben. Wer heute das gemacht hat, der macht das, der braucht da vielleicht was ganz anderes. Wer weiß, wie die Welt sich entwickelt. Ja? Mhm. Wenn die nur borniert ihre Sache haben, weg. Ja. Fangen wir es an. Auf geht's! Auf geht's! Professor Dr. Jörg Spitz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Sie mit dieser neuen, wunderbaren Community-Plattform-Idee, und ich hoffe, wir konnten auch Ihr Herz da damit bereichern oder zumindest ansprechen, sich da mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Meiner Erachtens ist das wirklich etwas, was wir untereinander uns jetzt wirklich echt verbinden können, um was Gutes zu tun für uns selbst, für unsere Kinder, zum Wohle unserer Gesundheit, aber auch für eine neue Kultur. Denn wohin die Reise der Kultur geht, ich weiß nicht, ob es noch tiefer sinken kann. Ich will es nicht bewerten, aber vielleicht ist es ja auch Zeiterscheinung, dass es so sein muss. Kann ja sein, aber eine Spirale dreht sich und es geht weiter. Und ich würde mir sehr wünschen, wir würden so gewisse Regeln der Kultur oder Anstandsvermögen und weiß Gott was alles wieder ins Leben mit einbeziehen. Und das liegt an uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.